Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars Old Republic. Wir stehen jetzt hier auf den Nash Hadaya noch vor dem Eingang hier auf der unteren Promenade. Ja. Und gehen jetzt mal rein und sprechen mal mit Gilleren. Ich will keine Entschuldigung mehr hören. Ich verfüttere euch Maden notfalls alle an einen Rancor. Hört ihr? Was? Hallo? Niemand platzt hier einfach rein. Niemand! Ich bin ein Kopfgeldjäger und mein Ziel ist Eidolon. Interessiert? Eidolon? Nehmt ihr mich auf den Arm? Ihr nehmt mich doch auf den Arm, oder ihr... Ihr meint das wirklich ernst? In Ordnung, ich spiele mit. Jungs, lasst uns alleine und bringt uns ein paar Erfrischungen. Eidolon hat ein paar Aufträge für uns erledigt. Er konnte jeden ausschalten, überall. Dieser Kerl war unglaublich. Hat er auch einen echten Namen? Ich habe ihn nie getroffen. Wenn man ihm begegnet, ist man tot. Das Kartell hat nur über Holo mit ihm kommuniziert. Doch aus heiterem Himmel ist er dann ausgestiegen und hat ein Sicherheitsunternehmen gegründet. Auf einmal war die Hälfte aller Unternehmen hier Kunden von Eidolon Security und haben das Huttenkartell nicht länger bezahlt. Hey, Gilleren, ich konnte mich noch nicht in diese Luckjack-Maschinen einhacken, aber ich dachte... Hanuli? Marco! Alle haben geglaubt, dass du tot wärst. Die Rodianer-Brüder hätten dich erwischt. Es hat mich jemand vor den Antennenköpfen gerettet, Hanuli. Ein guter Freund, er hat mich nach Hutta gebracht. Ihr beiden kennt euch? Hanuli und ich sind zusammen auf der Straße aufgewachsen. Er ist sowas wie mein kleiner Bruder. Können wir wieder zum Geschäftlichen kommen? Ja? Niemand weiß, wie man Eidolon findet. Aber wenn ihr sein Unternehmen angreift, findet er euch. Das ist schon mal passiert. Eidolons größter Kunde ist die Republik. Eidolon Security liefert dieser Bande jährlich Munition im Wert von Milliarden. Ist Eidolon Security ein Verbündeter der Republik? Das ist rein geschäftlich. Eidolon verbündet sich mit dem, der die meisten Credits hat. Und die Republik hat eine ganze Menge. Eidolon Security bereitet eine große Munitionslieferung für die republikanische Armee vor. Die Kisten befinden sich in ihrer Produktionsanlage im korillianischen Sektor. Würde man diese Anlage in die Luft jagen, würde Eidolon der Republik Milliarden von Credits schulden, die er sicher nicht einfach herumliegen hat. Keine Thermaldetonatoren. Die sind zu klein. Man braucht Baradiumladungen, wie die Bray gemacht hat, bevor er in die Luft geflogen ist. Na, das klingt jetzt schlimmer, als es war. Brell hat sich in die Luft gejagt, weil er unvorsichtig wurde. Diese Baradiumladungen sind absolut sicher. Ihr habt mein Wort. In Ordnung, gebt sie mir. Ha, das ist die richtige Einstellung. Ich wünschte, es gäbe ein ganzes Dutzend von euch. Die Ladungen sind magnetisch. Für maximale Leistung müsst ihr sie auf den Energiegeneratoren platzieren. Und eine in der Steuerzentrale. Eine Anlage in der Größe hat mehrere Generatoren. Das ist normal. Sie lassen sich leicht finden. Die Ladungen haben einen synchronisierten Zeitzünder. Nachdem ihr die letzte platziert habt, stellt ihr ihn ein. Und dann nichts wie raus da. Naja, gut. Der hier, der hat ja die deutsche Stimme von Commander Shepard aus Mass Effect 2 und 3. Nur mal so als Fun Fact nebenbei so. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Okay, dann mal so per Schnellreise. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Dann stiefeln wir mal los. So, warte mal. Da ich aber absolut ohne akuten... Ja, das geht eigentlich nur.
Okay, gut, ich will jetzt wissen, ob sich hier irgendwie ein... Okay, kein Bonus. Meine Frage, spielt ihr eigentlich auch hier dieses Star Wars Republic oder irgendwie andere solche MMOs da? Würde mich mal interessieren. Schreibt das mal bitte in die Kommentare. Warte mal, ich wollte jetzt eigentlich doch noch mal ganz kurz bei Keelings Posten reingucken. Nicht um eine Quest anzunehmen, sondern um den Schnellreisepunkt freizuschalten. So, meine Frage. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. Okay. Hier noch kein Bonus oder dergleichen. Na gut. Okay, aber hier drin gibt es bestimmt einen Bonus. Und da. Ja, sag ich doch. Aber ganz schön runter. So, wo muss ich denn jetzt mal genau hin? Alles klar, da, da und da. Gut. Also, nur ganz kurz, wie viel? Okay.
und da. Es werden alle Feinde erledigt. Generator und Kisten abgegriffen. Oh, hier ist noch eine. Steht hier vielleicht noch irgendwo eine rum? Nee. Na ja, hier drüben auch noch eine. Alles klar. Das hast du auch abgeschlossen. So, warte mal. Ja, hier. Bin richtig. Gut. Das hätten wir also auch geschafft. Platziere die eine Sprengladung am Zentralcomputer. Das ist der. Ja. Ich bin dann rumgerenne hier. Also wenn ich nach Meter, die ich laufe, bezahlt werden würde, dann wäre ich schon reich. Ich habe keine Angst. Feinde. Halt! Ich habe euch auf den Überwachungsmonitoren beobachtet. Ich weiß, was ihr vorhabt. Bitte tut es nicht! Bitte! Hier drin arbeiten Dutzende ziviler Techniker und Ingenieure. Wenn ihr die Einrichtung sprengt, werden sie alle sterben! Ja, dann flieht doch! Dann sollten sie wohl so schnell wie möglich raus hier. Unser Sicherheitschef hat den Evakuierungsalarm deaktiviert. Sie wollen nicht, dass dieser Angriff bemerkt wird. Ich brauche nur ein paar Minuten, um meine Leute zu holen und sie hier rauszubringen. Macht danach, was ihr wollt. Meinetwegen. Beeilt euch. Danke.
Nee, unter der Promenade. Egal. Ich glaube, da muss ich hin, ne? Gespürt? Ha? Eidolons Besitztümer werden noch tagelang auf die Straßen niederregnen. Ich kann mir schon das Holo-Gespräch mit der Republik vorstellen. Waren das unsere Milliarden von Credits, die sich da in Rauch aufgelöst haben? Vielleicht bittet euch Eidolon ja um ein Darlehen. Genau. Um das zu sehen, würde ich meinen linken Leku hergeben. Das Kartell hat mir für diese Art von Problemen einige Geldmittel zur Verfügung gestellt. Ihr habt euch mehr als nur ein paar Credits verdient. Der Jäger muss es wissen. Gelehren sollte es erwähnen. Marco sagte, es sei wichtig. Das hat sie gesagt. Moment, was hast du gefunden, Anuli? Ah, um der Credits willen. Wir sprechen hier über unsere Geschäfte. Seltsame Waffenbestellungen. Panzerung, Blasterkanonen, Schutzschilde. Geliefert an ein verlassenes Lagerhaus im Duros-Sektor? Das ergibt keinen Sinn. Panzerungen? Moment, das kommt mir bekannt vor. Ich überprüfe eben etwas. Das klingt nach schlechten Neuigkeiten. Ich habe Anuli gebeten, nach möglichen Rivalen oder seltsamen Dingen Ausschau zu halten. Und das ist seltsam. Selbst für Nar Shaddaa. Niemand liefert teure Ausrüstung an leerstehende Gebäude. Und wenn doch, wird sie besser versteckt? Da haben wir's. Der Sargnor-Clan. Ich wusste, dass mir diese Waffenteile bekannt vorkamen. Ein Argnord-Clan hat es in die große Jagd geschafft, indem sie einen bizarren Kriegsdruiden gebaut haben, den sie von innen steuern konnten. Seine Blasterkanonen haben alles in die Luft gejagt. Jeder wurde getötet, bis auf die Argnords im Inneren. So haben sie gewonnen. Es überrascht mich, dass ein ganzer Clan als ein einzelner Jäger durchgeht. Vielleicht kommt es nur auf das Gewicht an. Hey, was mögliche Rivalen angeht, sind diese Argnords gar nicht so schlecht. Vorausgesetzt, sie haben ihren neuen Kriegsdruiden noch nicht zusammengebaut. Aber wir sollten sie uns wohl besser schnappen, bevor sie fertig sind. An die Arbeit. Das Lagerhaus, an das die Teile geliefert wurden, ist in einer üblen Gegend. Es wird nicht einfach, dorthin zu gelangen. Ich weiß zwar nicht, um was es hier geht, und ich will es auch lieber gar nicht wissen. Aber kümmert euch erstmal um eure persönlichen Geschäfte und wenn ihr fertig seid, befassen wir uns wieder mit Eidolon. Ich beende jetzt hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, daumt euch ein Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.